Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Baututorial, wie man sich so ein niedliches Blockhaus ganz einfach mit wenigen Mitteln, auch im Survival-Mode, ganz schnell zaubern kann oder vielleicht sogar ein ganzes Dorf draus machen. Wie das Ganze funktioniert, wie das geht, seht ihr jetzt. Dann legen wir gleich los. Ich verwende zwei verschiedene Blöcke, damit man farblich ein bisschen einen Unterschied hat, was dann im Endeffekt ein bisschen besser kommt. So, und zwar zwei verschiedene Hölzer, dann sieht das eher so blockhausmäßig aus und mit den Überständen an den Ecken kommt das so ein bisschen wie in Kanada. Schaut ein bisschen netter aus, als wäre es nur eine viereckige Schachtel. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze mit der Tür und so weiter lösen. Ich würde einfach hier vorne reingehen, eine Einzeltür. Die Fenster würde ich eher ein bisschen großzügiger machen, so Viererfenster. Das sieht dann wirklich blockhausmäßig aus. Hier auch zwei Abstand, ein Viererfenster. Dann können wir nochmal zwei Abstand, wieder ein Viererfenster. Das geht sich schön aus. Dasselbe machen wir dann mal hier. Und hier genauso. Das war jetzt falsch. So. Zack, 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 zack und zack, 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 zack. Okay, ihr seht, es ist ganz ein einfaches Haus, was aber im Endeffekt ja ganz gut ausschaut. Bei dem Dach mache ich mir gerne eine Hilfe, denn der Dachbau an sich ist ja ein bisschen eine fitzelige Arbeit. Deshalb helfe ich mir da gerne mal mit ein bisschen Behelfsbalken aus, aber ihr werdet es eh gleich sehen. Ich verwende auch hier wieder etwas anderes Holz, damit ein bisschen ein Kontrast hier ist. Und hier mache ich mir so eine kleine Aushilfslinie, wo ich dann die Stufen einfach platzieren kann und nicht lange zielen muss mit den Treppen, um sie richtig zu platzieren. Das Dach wäre jetzt somit fertig. Wir könnten auch noch einen Kamin rauf bauen. Sieht optisch auch gleich um einiges besser aus. Wenn das Ding hier oben rausragt, würde ich einfach mal hier hinsetzen. Das Ganze noch mit etwas Spinnennetz verzieren, als wäre es Rauch. Kommt eigentlich auch ganz gut und könnt ihr auch ganz leicht im Survival machen. Ihr müsst nur Behutsamkeit auf eine Schere packen, dann könnt ihr auch im Survival Spinnennetz abbauen und das auch so verwenden, was einfach noch mal einiges gut macht, wenn man einfach so einen Schornstein auf dem Haus hat. Das sieht einfach meines Erachtens nach wirklich toll aus. Wir brauchen jetzt noch ein wenig Holz für die Verkleidung oben. Das machen wir aus normalem Holz. Und zwar aus diesem. Damit nicht alles aus
diesem blockhausartigen Material besteht, aus den Baumstämmen, würde ich euch empfehlen, einfach so zu arbeiten. Und wie gesagt, wie schon gesagt, das Haus soll ganz einfach sein, nicht sehr kompliziert, es soll schnell zu bauen sein. Wenn ihr zum Beispiel ein Dorf oder was baut, dann könnt ihr in ganz kurzer Zeit ganz viele von den Dingern bauen und es wird im Gesamtkonzept einfach gut aussehen. So, das Fenster wäre jetzt noch zu groß für so ein kleines Häuschen. Okay, das ist so nix. So, machen wir wieder so ein Vierfenster rein. Das passt optisch ganz gut. Das Ganze verkleiden wir noch mit Falltüren statt Glas. So, okay. Ihr werdet gleich sehen, das kommt dann ganz gut an. So und so. Ja. Gut, das Ganze müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch noch machen. Okay, und hier könnt ihr euch jetzt überlegen, baut ihr Glas ein oder wollt ihr es auch mit Falltüren machen? Ich finde, bei so einem Haus kommen die Falltüren ganz gut zur Geltung, als wäre einfach ja das Haus unbewohnt oder einfach für die Nacht geschlossen. Ich finde, es sieht so ganz gut aus. Das machen wir jetzt mal schnell überall. So, und jetzt zum Dach. Das machen wir mit so Balken und mit Slabs. 1, 2. Das hier würde, diese Stelle würde sich gut eignen für einen Balken, wenn ihr es in dieser Größe macht. Das geht sich hier auch genauso aus. Zack, wir brauchen Slabs dazu. Kleiner Tipp noch, wenn ihr irgendwo eine Leiter drauf macht, macht es eher in der Mitte. Wenn ihr zu weit rechts außen seid oder links außen seid, kommt ihr genau ins Dach rein und ihr könnt nicht raufklettern, ihr bleibt dann hängen und dann am besten schon im Vorhinein einplanen, dass die Treppe hier irgendwo herkommt. Dann ist das alles ein wenig einfacher, man kann raufgehen, man hat Platz in den Kopf, sonst kommt man einfach nicht vorbei. Den Schornstein können wir natürlich runterziehen, muss nicht sein, aber dass das Ganze Hand und Fuß hat, sieht das dann doch schön aus. So, dann kümmern wir uns mal um eine Tür, welche uns am besten gefällt. Ich würde mal sagen diese hier. Die Türen platziere ich ganz gerne von innen, damit man so eine, ja, aber zuerst mal im Boden. Platziere ich gerne von innen, damit man von außen die kleine Einbuchtung hat. Und dann geht es auch schon zum Boden. Dann wäre der Boden auch schon drinnen. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann auch ein Fenster aufmachen. Funktioniert mit den Falltüren ganz gut. Gut, wie wir das Haus dann anrichten, sehen, ist natürlich euch überlassen. Ich mache jetzt mal und dann seht ihr, wie ich es machen würde. Ja, und so würde das Ganze dann fertig aussehen. Mit Dekoration und so weiter, also ein kleines Fensterbrett, ein bisschen mit Knochenmehl den Garten aufgehübscht. Aus dem Schornstein kommt Rauch und ja, dann schauen wir mal kurz rein. Das Fenster haben wir offen, einen kleinen Teich angelegt und ja, sieht dann so aus. Ich habe hier eine Küche gemacht mit Arbeitsplatte, mit Kisten, Workbench, Ofen. Hier noch einen Kessel, wo ich noch kein Wasser drin habe. So,
jetzt passt das besser. Hier ein kleines Regal, hier eine Sitzgelegenheit, sprich Esstisch. Da machen wir jetzt mal zu, draußen ist Nacht. Gut, hier eine Sitzgelegenheit, ein paar Bücher am Blaustand. Hier mal ein wenig Grünzeug für die Atmosphäre und im oberen Stock habe ich dann ein kleines Schlafzimmer gebaut mit Bücherregale und Bett und eine Kiste. Wie ihr gesehen habt, es geht ganz einfach und auch im Survival ganz, ganz schnell so ein Haus zu bauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Inspiration geben, vielleicht ein paar kleine gute Tipps, vielleicht war was dabei für euch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.